möchte ich uns noch was Gutes mitgeben, was inhaltlich Gutes zum Vater Unser. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler. Denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehend zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Es geht eben nicht um ein Regelwerk, was wir abklappern müssen, sondern es geht wirklich um eine Beziehung zwischen Gott und dir. Und das ist gigantisch. Jetzt wollen wir mal das Vaterunser angucken. Das ist so wirklich ein richtiges Anti-Salat. Also Salat, wie gesagt, das islamische Ritualgebet. Und das Vaterunser ist eigentlich wirklich das komplette Gegenteil. Es hat einer mal gesagt in einem Kommentar, der F.F. Bruce, wir müssen sehr aufpassen, dass wir nie unser religiöses Ding machen, um andere Menschen zu beeindrucken. Aber darum geht es eigentlich beim Salat auch. Man muss es öffentlich machen, man muss letzten Endes, ja, wie man beim Herzen mit dem Herz dabei ist, ist gar nicht so wichtig. Hauptsache man ist da. Die Frömmigkeit, wörtlich Rechtschaffenheit in 6,1, also das heißt Matthäus 6, Vers 1, umfasst die wichtigsten Formen der religiösen Praxis, die weitgehend dem Ermessen des Einzelnen überlassen sind. Letztlich ganz viel in der Beziehung mit Jesus, wie ich Almosen gebe, also wie ich Geld gebe, wie mein Gebetsleben ist und so, das ist eigentlich mir selbst weitgehend überlassen. Gibt es wenig Regelungen, das ist eine Sache zwischen mir und Gott. Nicht so im Islam. Und das werden wir heute sehen. Aber wie gesagt, wie wunderbar ist das? Es geht eben nicht um ein Regelwerk, was wir abklappern müssen, sondern es geht wirklich um eine Beziehung zwischen Gott und dir. Und das ist gigantisch. Jetzt lese ich mal diesen ganzen kleinen Abschnitt von Matthäus 5, Vers 5 bis 15, wo es ums Gebet geht. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler. Denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehend zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer, und wenn du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen. Denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nicht so gleich. Nun nicht gleich. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Betet ihr nun so. Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergebungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergebungen auch nicht vergeben. Übrigens, der letzte Teil mit den Menschen vergeben und so weiter, im Islam gibt es was ein bisschen ähnlich ist, aber eigentlich das ganze Gegenteil. Da gibt es dieses Kulhakke auf Türkisch, das Sklavenrecht. Wenn man jemandem Unrecht getan hat, dann kann der laut manchen Lehren oder manchen Gelehrten einem den Himmel sozusagen zuschließen. Der kann sagen, weil du das mir angetan hast, werde ich dich nicht in den Himmel lassen. Zum Beispiel, wenn man jemand was weggenommen hat oder jemanden hat warten lassen oder dergleichen. Und das ist ja eine furchtbare Lehre. Das heißt, dass jemand mir den Himmel zumachen kann. Im Christentum hier, bei dem, was Jesus lehrt, das ist eigentlich ganz anders. So Gott sagt, hey, vergebt. Gott will auch, dass du vergibst. Und du hast wirklich die wichtige Aufgabe zu vergeben. Und der aber den Himmel zuschließen kann, ist Gott, das sind nicht Menschen. Wie es auch normal und richtig ist. Also da zeigt sich auch schon, dass irgendwas ganz falsch ist im Islam. Aber hier ist noch was anderes. Der eine oder andere hat vielleicht gemerkt, ja, wo ist denn bitte das, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das kommt ja gar nicht mit vor. Genau. Da steht hier bei manchen Bibeln ein Stern. Andere Handschriften fügen hinzu und dann kommt eben dieser Satz, dieser Vers noch. Oder dieser Teilvers, dieser Satz eben. Der ist tatsächlich nicht in allen Handschriften enthalten. Was? Ist jetzt die Bibel verfälscht? Wir gucken mal. Das hat der Gerhard Meyer in seinem sehr guten historisch-theologischen Auslegungskommentar zu Matthäus geschrieben
und ganz gut erklärt. Mit hinlänglicher Gewissheit lässt sich sagen: Eins, der Lobpreis, also eben dieses, denn dein ist der Kraft, die Kraft und die Herrlichkeit und Ewigkeit, der Lobpreis ist älter als das Neue Testament. Denn er geht aus seinem Grundbestand auf Davids Dankgebet in 1. Chronik 29, 13 bis, 11 bis 13 zurück. Aus dessen Septuaginta-Text, also dem griechischen Text, stammen die Worte Kai he dynamis, Kai he doxe, Kai, genau, also die Kraft und die Herrlichkeit, sowie sachlich auch die Aussage, dein ist das Reich. Mit dem Verweis auf die Ewigkeit schloss man zur Zeit Jesu die Lobsprüche im Tempel. Dass dieser Lobpreis zugleich ganz dem NT entspricht, bezeugt Offenbarung und so weiter. Also ganz viele Bibelstellen, die das klar machen. Das ist auch total neutestamentlich. Unser Lobpreis enthält also nichts Falsches, sondern Wahres und Echtes. Es ist kaum vorstellbar, dass Jesus oder seine Jüngerschaft das Vaterunser ohne eine Schlussdoxologie gesprochen haben. Allerdings müssen wir mit wechselnden Lobsprüchen rechnen. Also das Grab damals war es normal, dass man ein Gebet, also das Gebet war so, wie es jetzt hier stand, ohne diesen Abschluss. Aber das war normal, dass man nach jedem Gebet nochmal so einen Lobpreis gesagt hat, um Gott nochmal zu ehren, zu loben, aber mit verschiedenen Worten. Und ein solcher Wechsel der Doxologie könnte sogar der Grund dafür gewesen sein, dass die Urfassung des Matthäus eben keine bestimmte Doxologie aufgenommen hat, sondern dies der Liturgie der Gemeinde überließ. Also das ist ursprünglich, im ganz, ganz ursprünglichen Matthäus-Evangelium in der Originalschrift war es nicht drin. Wahrscheinlich, weil es einfach, die Gemeinde das so machen konnte, wie sie wollte. Aber dass die Gemeinde sowas gesprochen hat, ist extrem wahrscheinlich, ist total normal damals gewesen. Und auch diese Fassung, die ist noch bezeugt vor der Entstehung des Neuen Testaments, zum Beispiel in der Didache. Also das heißt, dass es wirklich eine urchristliche, eine sehr frühe Sache ist. Und auch da wieder, wir sehen in unseren Handschriften erstmal alle verschiedenen Textvarianten, die es gibt. Da ist nicht irgendwas vernichtet worden oder sowas. Wir sehen alles. Und hier sehen wir, okay, das ist sehr, sehr früh, das ist sehr klar christlich und so weiter, aber nicht ursprünglich. Somit wissen wir, womit wir es zu tun haben. Wir können es fröhlich weiter beten, weil es, wie gesagt, erstens christlich ist, zweitens biblisch ist und so weiter, aber Jesus kann auch was anderes dran gehängt haben, als er es mit seinen Jüngern gebetet hat. Und die ersten Jünger, die haben vielleicht auch eine andere Lobpreis mal hier oder da verwendet. Also, das als kleiner Hintergrund. Und hier nochmal zu einige Punkte zu dem, was vorhergesagt worden ist, zu diesem, wie soll ich jetzt beten? Zum Beispiel ist jetzt die Frage, darf ich jetzt gar nicht mehr öffentlich beten oder wie ist das? Weil es ja heißt, man soll in die Kammer gehen. Das zeigt sich gerade daran, dass die Anweisung zum Gebet in der Kammer keinesfalls den Ausschluss oder auch nur die Geringschätzung des öffentlichen oder gemeinsamen Gebets bedeutet. Stärkstes Beispiel des gemeinsamen Gebets ist sofort anschließend das Vaterunser. Vaterunser kann man nur gemeinsam sagen. Gebetsgemeinschaften, Gebetskreise, Gebetszellen, Gottesdienste sind also ganz nach dem Willen Jesu. Siehe Matthäus 18, 19. Ferner gilt es zahlreiche Beispiele dafür, dass Jesus selbst in aller Öffentlichkeit gebetet hat. Wir brauchen also das einsame wie das gemeinsame Gebet. Ja, dann ist die Frage, wie soll ich denn jetzt beten? Ist wie im Islam, muss ich mich niederwerfen, muss ich stehen, wie muss ich das jetzt machen? Was lehrt Jesus, was lehrt uns die Bibel? Zur äußeren Haltung beim Gebet hat sich Jesus nicht geäußert. Jüdischerseits konnte man im Gehen, Sitzen und Liegen beten. Diese Freiheit hat Jesus gelassen. Eine Kirche mag für ihre Gottesdienste und ihre Liturgie gewisse Ordnungen einführen, mit Recht, aber die Freiheit des einzelnen Christen an allen möglichen Orten, in allen möglichen Situationen und in den verschiedensten Gebetshaltungen zu beten, wird dadurch nicht aufgehoben. Dann ist noch ein Hinweis, wie das damals zur frühchristlichen Zeit sozusagen, beziehungsweise das ja sogar noch vor der christlichen Zeit, die rabbinischen Schulen gehandhabt haben. Also der Hillel war ein wichtiger und bekannter Rabbi zur Zeit knapp vor Jesus und seine Schule, seine Nachfolger sagten, wenn man steht, darf man das Schema rezitieren, also dieses israelische Glaubensbekenntnis. Ebenso, wenn man sitzt, wenn man hingestreckt liegt, wenn man auf dem Wege geht, wenn man bei seiner Arbeit beschäftigt ist. Also beten darf man immer. Das haben sogar die Nachfolger von Hillel so gesehen. Es folgt zunächst eine Gebetsanrede.
unser Vater im Himmel. Mit zwei Worten werden zwei Dimensionen aufgerissen, von denen jede unverzichtbar ist und die engstens zusammengehören. Vater und Himmel, Liebe und Macht. Diese Verwandtschaft lehrt uns, dass Jesus, also die Verwandtschaft zum Kaddisch-Gebet, zu einem jüdischen Gebet, lehrt uns, dass Jesus im Vater unser seine Jünger bewusst in das Gebetsleben des Alten Testaments und damit bewusst auch in das Gebetsleben Israels hineinstellen wollte. Und nochmal diese erste Anrede schon alleine, ne? Vater unser im Himmel. Das ist schon so der Hammer, insbesondere wenn man jetzt an den Islam denkt, wo das alles gar nicht geht. Ich weiß von einem, oder kenne einen Pfarrer, der wollte bei einem Abendgottesdienst übers Vater unser predigen. Der ist gar nicht hinausgekommen, und es war eine lange Predigt, über dieses Vater unser oder unser Vater. Da ist nicht drüber hinausgekommen, weil das ihn so fasziniert hat und so, ja, das ist so gigantisch, so was Großes. Kein Moslem kann Gott seinen Vater nennen. Wir können Gott unseren Vater nennen. Was die Wirkungsgeschichte am tiefsten geprägt hat, ist die Vateranrede. Sie findet sich auch bei Lukas und in der Didache. Mag sie auch jüdisch verbreitet und geschätzt gewesen sein, so konzentriert sich doch Jesus darauf in einzigartiger Weise. Gott ist sein Vater und Gott ist der Vater seiner Jünger. Stellt man die Eröffnungssure des Koran Al-Fatiha daneben, so wird der ganze Unterschied offenbar. Und das ist eben das Ding. Wir kommen zu unserem Vater im Himmel. Muslime können höchstens versuchen, ob sie es schaffen, vor den Allah, ihren Sklavenhalter, hinzutreten. Und deshalb können wir uns wirklich freuen am Vater unser, Entschuldigung, mir juckt die Nase, deshalb können wir uns wirklich freuen an dem, was Gott uns da gegeben hat. Und das Vater unser ist so einmalig, so gigantisch. Das Vater unser ist zum einen sehr, sehr jüdisch. Es ist wahnsinnig einfach. Es ist sehr herzlich und es hat, ja, es hat mal einer gesagt, wie mache ich denn das jetzt? Wie bete ich? Letzten Endes beten lernt man durch Beten. Indem man das Vaterunser betet, indem man auch frei betet. Und da, ja, ich möchte es mehr. Ich möchte wieder mehr und möchte mich da mehr reingeben, auch ins Gebet und versucht das. Und möchte euch da auch ermutigen, macht mit. Lasst uns öfters beten. Lasst uns das Vaterunser öfters beten. Lasst uns ja auch einfach so immer wieder zwischendurch am Tag zu Jesus kommen. Wir dürfen immer beten. Übrigens auch was bei Muslimen nicht so ist. Muslime dürfen nicht immer beten. Das werden wir nachher noch lernen. Aber wir dürfen beten. Wir dürfen einfach beten. Was das nochmal gut auf den Punkt bringt, ist auch von F.F. Bruce im Open Your Bible Commentary. Es kann in weniger als einer halben Minute wiederholt werden, das Vater Unser. Es enthält Bitten, die von den gewöhnlichen Brot- und Butterbedürfnissen unserer Frühstückstische bis zur endgültigen Verwirklichung der jahrhundertelangen Ziele Gottes reichen, stellt Gottes Herrlichkeit an die erste Stelle, unsere Bedürfnisse an die zweite, schließt materielle Angelegenheiten nicht als zu unbedeutend zum Beten aus, besteht jedoch auf dem Vorrang des Geistlichen und betont die Grundvoraussetzung dafür, dass die Jünger den Genuss der Vergebung des Vaters bekommen. Wow. Und das alles in, wie es schon heißt, unter einer halben Minute. Da hat Jesus uns wirklich was gegeben. Kein Moslem kann diese Inhalte auch nur annähernd bringen und bringt sie nicht durch die ganze lange Zeit, die er am Tag immer wieder betet. Wir können einfach durch ein kurzes Vaterunser so viele Dinge vor Gott bringen und können jederzeit unser Herz ausschütten, wie wir wollen und wann wir wollen und wo wir wollen. Gigantisch. Lasst uns das machen. Gott sei Dank auch fürs Vaterunser. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماوات كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطنا اليوم واغفر لنا خطايانا كما نغفر لمن يذنب إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير آمين. Thank you.
الصلاة وأتون. أبون بشمايو نثقداش الشموخ كيثي ملكوثوخ نهوي سبيونوخ أي كانود بشمايو أوف برعو هبلا لحمو تسنقونان يومونو وشبقلان حوبين وحطوهين أي كانو دوف حنان الشباقين الحايوبين لو تعلان لسيونو إلو فاصولا من بيشو ميتو ديلوخي ملكوثو وحيلو تشبحتو العالم علمين آمين. Übrigens, wenn du die Glocke drückst, wirst du immer informiert, wenn ein neues Video erscheint. Findest du das Thema wichtig? Dann kannst du mithelfen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst und dazu noch einen kurzen Kommentar schreibst, hilft das dem YouTube-Algorithmus zu erkennen, dass noch mehr Leute davon erfahren sollten. Unterstützen ganz ohne Kosten. Super, oder?